Hallo und herzlich willkommen zu den BattleTech Essentials. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal wieder zu den BattleTech Essentials. Die zweite Staffel geht heute in die letzte Runde. Und da habe ich mir nochmal überlegt, dass ich euch noch etwas vorstellen möchte, und zwar dieses BattleTech Map Pack. Diese Map Packs könnt ihr extra erwerben, zum Beispiel bei Fantasy Welt, direkt bei Catalyst Games, wenn ihr Glück habt, vielleicht sogar auch bei Amazon. Aber da schaut bitte, dass ihr auch die richtig ordentliche Preise erwischt. Nicht, dass es überzogene Preise sind, denn wie es meistens so ist, die meisten Artikel von BattleTech sind eigentlich recht schnell verkauft, zumindest was die Spiele betrifft, Zubehör, also Karten, Gebäude etc. pp. Das bekommt ihr hier zum Beispiel für 29,99 Dollar. Also da mal bitte den Umrechnungskurs dann den aktuellen beobachten. Wie gesagt, Preis beachten, das war's. Ich habe es noch gar nicht aufgemacht. Wir können das hier live machen. Hier hinten steht auf jeden Fall dran, wir haben hier 6 zweiseitige Papier-Spielbögen. Hilfs 1, 2, irgendwas mit Flüssen, Open Terrain. Legs sind 10, da haben wir offenes Terrain, dann haben wir noch wohl Fluss mit Commander Center, die Rolling Hills sind dabei, da schauen wir mal erstmal direkt rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, so direkt super gut beim Übersetzen bin ich da hier eh nicht. Wollen wir mal das Ganze aufmachen, das wird jetzt ein bisschen tricky durch die Folie, aber ich mache dann schnell einen Schnitt, da braucht ihr mir nicht zu gucken. So, die Folie ist weg, so sieht das Ganze dann aus. Also nur die kurze Beschreibung. Hier sind dann noch mal ein paar Erklärungen zu den Symbolen oder zu den Hexfeldern auf euren Karten. Also sprich die Wälder, was ist schwerer Wald, was ist leichter Wald, freies Gelände und so weiter. Das wird noch mal ganz kurz in den Grundbegriffen erklärt. Das finde ich nicht schlecht. Dann habt ihr, wie gesagt, hoppala, das ist natürlich keine Karte. So, dann habt ihr, wie gesagt, 1, 2, 3, 6 themenbezogene Karten. Also hier geht es ums Grassland. Mal schauen, was auf der Rückseite ist. Also alles schön grün. Hier hätten wir dann zum Beispiel Rolling Hills 1. Also es sieht alles sehr schön grün aus. Was haben wir hier noch? Hoppala. Hier wäre dann die Seenkarte auf der einen Seite mit zum Beispiel Tiefe 1, Tiefe 0. Das wird dann wahrscheinlich nur am Ufer mäßig, also nicht schlecht gemacht. Auch eine Zweiertiefe, wo dann euer Mech nicht mehr zu sehen ist. Auf der ersten Seite hätten wir dann, was haben wir denn hier? Rolling Hills 2. Also wahrscheinlich ist die Vorderseite immer die Richtung Rolling Hills. Mich interessiert noch dieser Fluss, wo der versteckt. Das wäre jetzt, wenn ihr mit Gebäude spielen möchtet, also den Gebäuderegeln von BattleTech. Da braucht ihr ja nicht unbedingt separate Gebäude, sondern es gibt ja auch die Karten, die das dann darstellen, wie das Gebäude ist. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Level 2 Medium, also ein mittelschweres Gebäude. Da müsst ihr dann auch schauen, wie dann eben halt die Tragfähigkeit ist, ob man das abschießen kann, wie viel Schäden das hat und so weiter und so fort. Also finde ich schon nicht schlecht. Hier sind dann noch Mauerstücke mit versteckt, die Straße. Ja, und was passiert eigentlich, wenn die Brücke zerstört ist? Dann fallen wir halt ins Wasser, wenn wir nicht schwimmen können. Springen können. Wieso schwimmen? So, also auch eine wunderbare Karte. Nicht schlecht. Also ich hätte schon fast gedacht, das lohnt sich da nicht so für mich, wenn man solche Karten sich holt. Aber das Grasland ist schon sehr interessant. Aber mir fehlt immer noch dieser Fluss. Fluss, was ist denn das jetzt? Jetzt kommen wir hier schon mal her. Ich weiß, ich verschwinde gerade. Strömung. Ja, das wäre dann so wie so der Fluss, der hier durch die ganze Karte sich zieht. Also könnte man da auch mal ein schönes Szenario machen. Sehr cool. Was haben wir denn hier noch? Open Terrain. Also Open Terrain, das ist immer cool zu spielen, wenn ihr eben halt schnell in die Pötte kommen möchtet. Das habe ich jetzt auch noch verkehrt rum.
Open Terrain, da müsst ihr da nicht so unbedingt aufpassen auf die Deckung und so. Ja, und könnt euch nicht unbedingt verstecken. Finde ich auch nicht schlecht. Rückseite. Woodland ist das so. Wood ist eigentlich der Wald. Ich habe da eben halt schweren Wald, leichten Wald, alles schön bezeichnet. Was soll ich eigentlich zu den Karten noch sagen? Ich bin eigentlich überrascht, dass die noch so gut sind. Ah, guck mal Leute, hier kommt noch eine zweite Kommandobase, Forward Base, also ohne Fluss und allem drum und dran. Also kann man wirklich schon schöne Szenarien spielen. So richtig cool. Also nicht schlecht, meine Herren. Also das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, dass das so toll gemacht wird von Catalyst, weil meistens ist ja dann doch, ja, da hast du voll Maps, ne, die könnten zusammenpassen, die könnten aber auch wieder nicht zusammenpassen. Aber hier ist es echt toll. Da könnte man wirklich in der Mitte so eine Basis hinbauen. Die Straße verläuft hier ins Nirvana, wie es scheint. Jetzt müsste ich mal gucken, ob die andere Basis, wo ist denn die hin, mit ranpassen würde. Weil meistens spielt man ja eher so mit zwei Karten, hat man genug Bewegungsfreiheiten. Obwohl eine Karte auch völlig ausreichend ist für ein schönes Spiel, muss ich auch so sagen. Hallo, wer hat meine zweite Basis versteckt? So, wo ist die denn? Ja. Mehr direkt anlegen ist sie nicht. Na, schade eigentlich. Aber ihr merkt schon, das würde jetzt vollkommen ausreichen. Sagen wir mal, hier ist die Straße im Eimer, die geht dann einfach nicht weiter. Und dann könnte man dann eben halt hier weitere Graslandkarten mit anlegen. Das ist auch sehr schön gemacht. Auch die Höhenlevel sind schön erkennbar. Auch mit Schattierung wieder, wie es jetzt so üblich ist. Manchmal denke ich wirklich, die Herrschaften haben irgendwie bei Roll, also meinen ehemaligen Vereinskameraden, abgeschaut und das bisschen abgekupfert, wie er das macht. Weil der hat auch wunderbare Karten gemacht gehabt, so mit diesen Schattierungen, sodass man so einen kleinen 3D-Effekt hatte. So, das war es jetzt erstmal zu diesem tollen Map-Pack. Ich hätte, wie gesagt, fast erwartet, dass sich das eigentlich so nicht lohnt vom Kauf her, aber ich finde toll. Da könnte man direkt mal so einen richtig großen Tisch auslegen und dann über Grasland spielen, richtige tolle Gefechte machen, Kompaniestärke, vielleicht sogar auch fast Bataillonsstärke. Auch super herzunehmen für Alpha Strike. Also sehr toll, das Ding. Also ich muss sagen, ich bereue den Kauf eigentlich nicht. Finde ich super. Das Teil. Gut, dann war es das jetzt hier mit diesem Map Pack schon. Das war eigentlich relativ kurz. Aber heute ist ja der letzte Teil von dieser Serie, von Staffel 2. Deshalb möchte ich nochmal eine kurze Zusammenfassung machen. Ihr habt ja gesehen, was es jetzt alles so Tolles Neues gibt. Okay, manche, die Sachen sind eigentlich schon ein bisschen älter. Halt, das kam alles 2019 raus. Dieses Jahr steht er dann mehr oder weniger im Zeichen des Kickstarters. Und ich bin auch da sehr gespannt, was kommt. Da gibt es dann eine weitere Staffel von den Battletech Essentials, also diesmal nicht so im Fast-Jahresabstand, sondern relativ zeitnah. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wann das Zeug zu mir kommt. Ja, unsere amerikanischen Freunde, die werden wahrscheinlich das Glück haben, das, den ganzen Stoff viel, viel eher zu haben als wir. So, also wie gesagt, was gibt es denn da alles nochmal Neues? Mal ein kurzer Überblick für euch. Wie gesagt, noch ein kleines Resümee zu dieser Staffel 2. Ich fand sie auf jeden Fall schon mal besser als wie die erste Staffel, weil ich eben halt mit Licht, Kamera und Ton mich immens verbessert habe. Hoffe ich doch zumindest, dass es dann so rüberkam. Okay, die neueren Produkte seht ihr hier. Das Problem ist, wie üblich, recht schwer erhältlich. Also hier, die Game of Armored Combat Box, falsch, eigentlich müssten wir mit der Beginners Box anfangen. Auch schon wieder ausverkauft. Ein sehr stimmiges System für mich. Gut für Einsteiger zum Kennenlernen von Battletech. Dann natürlich die größere Box. Auch wenn man sagt, oh, es sind ja weniger Max. Die Qualität ist angeblich nicht so gut. Ich finde sie trotzdem super. Mit entsprechenden Karten, Hintergrundinformationen. Der Primer ist hier drin, dann auch die ganzen Informationen zu der inneren Sphäre, die ihr benötigt, um einmal ein bisschen in das Battletech-Universum einzusteigen. Das Ganze setzt sich natürlich dann fort mit dem Battle Mech Manual. Ist auch schon Weichen draußen. Das passt sogar direkt zu meinem T-Shirt. Wenn ihr euch fragt, woher das kommt,
Ich habe das über einen Facebook-Kontakt bekommen können. Es wurde bei der GenCon verkauft von Catalyst Games. Vielleicht haben die das noch irgendwo im Store oder so. Ich weiß es nicht. Also ich fand es cool. Also passend zum Mac Manual. Also für den BattleTech oder BattleMac-Fan haben wir dann hier das passende Regelwerk. Ich stelle es mal lieber Richtung Wand, sonst gibt mir das alles hier um. So, dann gibt es natürlich noch als neueres Werk oder neuestes Verbrechen von Catalyst Games die Commanders Edition für Alpha Strike. Wird leider Gottes nicht übersetzt, ersetzt eigentlich beide Regelwerke, das normale Alpha Strike Regelwerk und das Compendium. Auch die Master Unit List wurde angepasst, also habt ihr noch ein bisschen Pech mit diversen Regeln, die ein bisschen anders sind als ein Grundregelwerk, was ihr erhalten könnt auf Deutsch. Habe ich auch schon gemerkt, ja, ist leider so. Finde ich schade, dass es nicht übernommen wird oder übersetzt wird. Hätte ich mir wahrscheinlich dann auch nochmal auf Deutsch gekauft. Sehr stimmig, sehr cool, wirklich recht dünn und es macht auch echt Spaß zu spielen. Egal, ob ihr sagt, da geht mir die Tiefe verloren. Nein, 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 die geht euch hier garantiert nicht verloren. Passend natürlich dazu, zu den neuen Boxen, zu der Game of Armored Combat Box, habt ihr das BattleTech Succession Wars gehabt. Als Technical Readout. Oh, jetzt hat sich sie bewegt. Und natürlich dann jetzt die kommende Clan-Version. Das sind eben halt die neuesten Sachen, die ich mir jetzt damit zugelegt habe, wobei ich beim BattleMac Manual etwas länger überlegt habe, ob ich das mir überhaupt kaufe. Also Hexkarten sind sowieso gut für mich, weil manchmal hat man dann doch wirklich keinen Bock, bei Alpha Strike das Gelände hochzuholen. Oder gerade nichts Passendes zur Hand, dann nimmt man dann einfach mal so eine Karte und kann damit auch schön Alpha Strike spielen, zum Beispiel. Gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein von dem BattleTech Essentials. Vielen lieben Dank, dass ihr bei mir gewesen seid. Ihr habt gesehen, es gibt super tolle neue Produkte. Leider Gottes hier in Deutschland müsst ihr viel Geduld haben. Geht halt bitte zur Fantasy-Welt, da könnt ihr all die Sachen bestellen. Natürlich müsst ihr ein bisschen warten. Ich würde definitiv nicht unbedingt über Amazon kaufen, bei diversen windigen Anbietern, die das überteuert verkaufen. Natürlich verkauft auch Catalyst Games selber die beiden Boxen. Sind preislich auch ganz okay, also da kann ich nicht meckern. Also zumindest die große hatte ich mal, die erste bei Amazon gekauft und ich habe ja noch eine zweite Demo-Box, die lief dann über Fantasy Welt. Gut, das war's dann. Alle relevanten Links findet ihr unten. Ich mache euch auch nochmal die Einsteigerregeln hin, wo verlinke sie euch und das war's. Gut, dann Dankeschön, dass ihr die zweite Staffel BattleTech Essentials verfolgt habt. Wir sehen uns dann hoffentlich bald und demnächst bei Staffel 3. Ciao, ciao, macht's gut, sagt euer Eurik Kerenski. Tschüss!